Das Schweigen der Lämmer ist zweifellos einer der kultigsten Horrorfilme aller Zeiten. Aber selbst eingefleischte Fans wissen vielleicht nichts über die Recherchen in der realen Welt, die Streiche am Set und die bizarren Kostümauswahlen, die in die Produktion eingeflossen sind. Hier ist die unerzählte Wahrheit über Hannibal Lecters Sternstunde. Obwohl Dino De Laurentiis die Rechte an dem Namen Hannibal Lecter erwarb, als sein Studio 1986 den Film Manhunter drehte, hielt die Natur dieser Bestie andere Filmemacher jahrelang fern. Es macht schließlich Sinn. Ein kannibalischer Psychiater ist ein harter Brocken für einen Film. Bis Gene Hackman und Arthur Krim von Orient Pictures sich zusammentaten, um die Rechte zu kaufen. Hackman war ursprünglich daran interessiert, Regie zu führen und wollte gleichzeitig Lecter spielen. Aber er stieg später aus, nachdem seine Tochter das Buch gelesen hatte und sich gegen die schwere Gewalt der Geschichte wandte. Krim kaufte Hackmans Hälfte der Rechte, woraufhin sich Jonathan Demme, fasziniert von der ungewöhnlichen Geschichte, als Regisseur anbot. Demme zog zunächst eine Reihe von Schauspielerinnen für die Rolle der Clarice Sterling in Betracht, darunter Michelle Pfeiffer, Meg Ryan und Laura Dern. Aber Jodie Foster, die gerade für die Rolle in Angeklagt einen Oscar gewonnen hatte, setzte sich stark für die Rolle ein. Ihr Mumm, ihr Talent und ihre Intelligenz kamen zum Vorschein und brachten ihr schließlich die Rolle ein. Für Hannibal Lecter stand fast jeder einzelne Prestige-Schauspieler des Tages auf dem Tisch. Sean Connery, Robert De Niro und Dustin Hoffman wurden alle in Betracht gezogen. Mittlerweile kann man sich natürlich nur noch Hopkins mit diesem berüchtigten Maulkorb vorstellen. Am Ende von Das Schweigen der Lämmer hat Clarice Sterling Buffalo Bill zu Fall gebracht und Catherine Martin das Leben gerettet. Als sie jedoch offiziell ihren FBI-Ausweis erhält, bekommt sie einen Anruf. Es ist der entkommene Dr. Lecter, der ihr sagt, sie solle ihn nicht erwarten und die Höflichkeit erwidern, indem sie ihn in Ruhe lässt. I have no plans to call on you, Clarice. The world's more interesting with you in it. Es stellt sich heraus, dass Lecter in einem tropischen Paradies lebt. Als sie ihn bittet, ihr zu sagen, wo er ist, liefert er eine der berühmtesten Zeilen der Filmgeschichte. I do wish we could chat longer, but I'm having an old friend for dinner. Lecter schlendert die Straße entlang und folgt seinem ehemaligen Täter Dr. Chilton, der keine Ahnung hat, dass er der Nächste auf der Speisekarte ist. Ursprünglich hatte der Drehbuchautor Ted Talley eine viel aufwendigere und verstörendere Schlussaufnahme geplant. In Tallys Schlusswort kommentiert Lecter die Kleidung von Clarice und deutet an, dass er ihr an diesem Tag schon früher nachgestellt habe. Die Kamera fährt zurück und zeigt Dr. Chilton gefesselt und bereit, geschlachtet zu werden. Lecter fragt dann, sollen wir anfangen, und der Bildschirm wird schwarz. Letztendlich beschlossen die Filmemacher, das Ende zu Tallys Leidwesen zu überarbeiten. Im Schlussfilm wird das Schicksal von Chilton nur angedeutet, auch wenn es ebenso schrecklich ist. Wenn man an Das Schweigen der Lämmer denkt, ist eines der ersten Bilder, das einem wahrscheinlich in den Sinn kommt, Dr. Lecter in seiner legendären Maske auf eine aufrechte Bahre geschnallt. Im Film selbst wurde er daran gehindert, die Mutter von Catherine Martin zu treffen, damit er die Informationen, die er über Catherines Entführer zurückgehalten hat, weitergeben kann. Das Gitter über dem Mund erlaubt es ihm zu sprechen und gehört zu werden, aber nicht zu beißen, wie er es oft gerne tut. Dies bietet natürlich auch die Gelegenheit für einige eindrucksvolle Bilder. The Criterion Collection hat einige erschreckende Aufnahmen hinter den Kulissen veröffentlicht, die zeigen, wie Hopkins eine Reihe verschiedener Masken anprobiert, bevor er sich für die auf dem Bildschirm erscheinende Maske entscheidet. Ein Beispiel ist eine Baseball-Schiedsrichtermaske nachgebildet. Ein anderes ist ein voller Ritterhelm, der Lecter eher wie eine Monty-Python-Figur aussehen lässt, als wie einen der schrecklichsten Killer aller Zeiten. Eine weitere Maske lässt ihn wie ein Imker aussehen. Glücklicherweise ist die Wahl, die auf der Leinwand gelandet ist, ausgesprochen grauenvoll und gibt dem Publikum die Möglichkeit, ein wenig länger in Lecters hypnotische Blicke zu starren. Die Mehrheit von Das Schweigen der Lämmer wird aus der Perspektive von Clarice Sterling präsentiert. Einer der eindringlichsten Momente des Films ereignet sich jedoch durch einen ganz anderen Blickwinkel. Catherine Martin, das von Buffalo Bill entführte Mädchen, ist in einem Brunnen in seinem Haus gefangen. Oben trägt sich Buffalo Bill Make-up auf und tanzt in seinem Umkleideraum herum auf die gruseligste Art und Weise, die man sich vorstellen kann. Doch dieser Tanz war eigentlich nicht vorgesehen, ebenso wenig wie einige von Bills Dekorationen wie die Tätowierung auf seiner Brust. Der Drehbuchautor Ted Talley bekam einen ziemlichen Schock, als er diese Momente endlich auf der Leinwand sah. Der Buffalo Bill-Schauspieler Ted Levine, der für die Entwicklung der Figur ausgiebig recherchiert hatte, war so nervös, die Szene zu filmen, dass er Tequila-Shots trank, um sie durchzustehen. Doch es hat sich gelohnt. Produzent Edward Saxon sagte über Levines Leistung, die Szene erforderte viel Mut. Das stand nicht im Drehbuch. Und für mich ist es eine sehr bewegende Szene. Sie zeigt den Schmerz und die verdrehte Psychologie dieser Figur. Wie jeder, der diesen Film gesehen hat, weiß, ist Buffalo Bill ein Prachtexemplar eines Serienmörders. Er entführt Frauen, lässt sie hungern und tötet sie schließlich. Alles in dem Bemühen, aus ihrer Haut einen Frauenanzug zu machen. Und tatsächlich gab der in Wisconsin lebende Serienmörder Ed Gein, auf dem auch Psycho basiert, die Inspiration für Buffalo Bills besondere Obsessionen. Auch Ted Bundys berüchtigte Methoden wurden in Bills Entführungstechnik integriert. Auch er trug einen falschen Gips, um eine Behinderung vorzutäuschen, und benutzte dann diesen Gips, um seine Opfer bewusstlos zu schlagen. Die dritte dunkle
dunkle Inspirationsquelle für Buffalo Bill war Gary Michael Heidnik, ein Krankenpfleger aus Philadelphia, der eine Vorliebe dafür hatte, Frauen zu entführen und in seinem Keller zu fesseln. Diese drei realen Killer tragen zusammen mit einigen anderen zu der furchterregenden Mischung bei, die Buffalo Bill ausmacht. Aber er ist nicht die einzige Figur, die in realen Figuren verwurzelt ist. Jack Crawford basiert auf dem real existierenden Fallanalytiker John Douglas, der auch die Inspiration hinter der Netflix-Serie Mindhunter ist. Jodie Foster arbeitete mit der FBI-Agentin Marianne Krause zusammen, die einen unschätzbaren Einblick in die Lebensumstände von Clarice Sterling gab. Der Moment, in dem Clarice nach ihrer ersten Begegnung mit Dr. Lecter in ihrem privaten Auto weint, hat Krause besonders beeindruckt. Sie sagte, ich sah es und dachte, das sieht mir ähnlich. Das Schweigen der Lämmer genießt unter Filmfans großen Respekt. Allerdings geriet er im Laufe der Jahre auch wegen seiner Präsentation von Mitgliedern der LGBTQ-Gemeinschaft unter Beschuss. Kritiker verunglimpfen Buffalo Bill als eine verdrehte Karikatur schwuler und transsexueller Menschen, die in der Lage ist, einer verletzlichen Bevölkerung echten Schaden zuzufügen. Caterpillar into chrysalis or pupa, and from thence into beauty. Our belly wants to change too. Jonathan Demme hat sich mit diesen Kritikpunkten auseinandergesetzt. Buffalo Bill war keine schwule Figur. Er war ein gequälter Mann, der sich selbst hasste und sich wünschte, er wäre eine Frau. Denn das hätte ihn so weit von sich selbst entfernt, wie er nur sein konnte. Billy is not a real transsexual, but he thinks he is. He tries to be. He's tried to be a lot of things, I expect. Leider kommt dies nicht unbedingt so deutlich rüber, wie Demme es sich im Film gewünscht hätte. Vor allem, wenn man die problematische Sprache bedenkt, die der Film verwendet, um über Transgender zu sprechen. Ted Levine stimmt Demme jedoch zu, wenn er sagt, hier ist ein Typ, der sich diese Art von weiblicher Kraft vorstellt, wissen Sie, diese spirituelle Art von Mutterkraft. Serienmörder verfolgen alle diese weibliche Energie, diese weibliche Persona. Sie bekommen beides, Männlichkeit und Weiblichkeit, in jemanden verpackt. Das ist wie Perfektion, wirkliche Macht, und das ist es, wonach Gump sucht. Das Schweigen der Lämmer ist so dunkel und spannend, wie ein Film nur sein kann, sodass man sich vorstellen kann, dass es nicht zum Lachen ist, wenn man es filmt. Um inmitten dieser Intensität bei Laune zu bleiben, wurden Spiele und Streiche am Set zur Norm. Das sagte Brooke Smith, die entführte Catherine Martin darstellt, gegenüber dem People Magazine. Alles war ein Spaß. Obwohl sie und Hopkins keine gemeinsamen Szenen hatten, kam er ihr oft in der Rolle des furchterregenden Hannibal Lecter entgegen und schenkte ihr Blumen und Pralinen. Die Crew entwickelte außerdem ein Brettspiel, das auf einer Blaupause des Sets basierte, das sie ganz Game nannten und dessen Ziel es war, Catherine zu retten. Jonathan Demme spielte seinen Schauspielern, darunter der Hauptdarstellerin Jodie Foster, auch gerne Streiche. Ein denkwürdiger Gag fand statt, als Foster eine inzwischen gelöschte Szene drehte, in der Clarice ihren Mietwagen abholt. Demme ließ die Autovermieterin tatsächlich prüfen, wer Clarice war, bevor sie ihr die Schlüssel übergab, wobei sie einen Ausweis verlangte, den Foster natürlich nicht vorlegen konnte. Da Foster vollkommen professionell ist, kam sie nicht aus der Rolle, bis sie begriff, was vor sich ging. Auf dem Filmplakat zu Das Schweigen der Lämmer ist das Gesicht von Clarice Sterling zu sehen, deren Mund von der Totenkopfmotte bedeckt ist, die Buffalo Bill seinen Opfern gerne in den Rachen steckt. Aber nur den aufmerksamsten Fans dürfte aufgefallen sein, dass der Schädel auf der Motte eigentlich gar kein Schädel ist. Das Bild ist dem Foto vom surrealistischen Maler Salvador Dalí aus dem Jahr 1951 in Voluptas Mors entnommen. In Voluptas Mors oder Sinnlicher Tod stellt einen menschlichen Schädel dar, der aus nackten Frauenkörpern geformt ist. Dalí, der links von den Frauen mit Zylinder und intensiver Mimik posiert, rundet das Werk ab. Offensichtlich wurde Dalí für das Plakat von Das Schweigen der Lämmer entfernt. Nur die Frauen bleiben übrig, als ein kunstvolles Augenzwinkern zu Buffalo Bills Handlungsweise. Auch wenn es in Das Schweigen der Lämmer nicht viel von Dalís charakteristischem Surrealismus gibt, ist Buffalo Bills Vorhaben in vielerlei Hinsicht eine schreckliche Übung in einer Absurdität von Dalí-esken Ausmaßen. Man könnte meinen, dass die Veröffentlichung eines Bestseller-Romans jeden Autor glücklich machen könnte, vor allem wenn er zu einem beliebten Film geworden ist. Lustigerweise hat der Autor von Schweigen der Lämmer, Thomas Harris, den Film oder eine der vielen anderen Adaptionen seines Werks, die die großen und kleinen Leinwände zieren, nie gesehen und wird dies auch nie tun. Jonathan Demme sagte, dass dies darauf zurückzuführen ist, dass Harris eine Anekdote darüber gehört hat, dass der Autor Jean Le Carré eine Episode der BBC-Verfilmung von Agent in eigener Sache, seinem klassischen Spionageroman, gesehen hat, in der Sir Alec Guinness die Hauptrolle spielte. Le Carré war von Guinness' Darbietung so verblüfft, dass er die Hauptfigur als dem Schauspieler zugehörig betrachtete und nicht ihm. Harris befürchtete, Hopkins als Lecter zu sehen, würde den gleichen Effekt erzeugen und die Figur aus seiner Sicht als Autor herauslösen. Und das, obwohl der Lecter der Bücher Litauer ist, rote Augen und einen sechsten Finger an der linken Hand hat. Doch das ist die Kraft von Anthony Hopkins.
Wie seine Kollegen hat Scott Glenn bei der Arbeit an seiner Figur, dem FBI-Agenten Jack Crawford, sehr viel recherchiert. Er verbrachte viel Zeit mit John Douglas, dem Fallanalytiker, auf dem seine Figur beruhte, wobei Douglas nicht zimperlich war, als er Glenn die Dinge zeigte, die er in seiner langen Karriere gesehen hatte. Wie Glenn dem People Magazine erklärte, ich habe einen gewissen Grad an Unschuld verloren. Bis zum heutigen Tag habe ich unangenehme Träume über die Dinge, die ich herausgefunden habe. In der Tat war Glenns Zeit in der FBI-Ausbildungseinrichtung in Quantico so tiefgreifend, dass er seine politische Handlung von der Ablehnung der Todesstrafe änderte und ihr nun weitgehend zustimmt. Wie Glenn selbst sagt, die Erfahrung in Quantico hat meine Meinung darüber für alle Zeit geändert. Eine in Ungnade gefallene Clarice Sterling tritt zum zweiten Mal in der 2001 erschienenen Fortsetzung Hannibal auf. Doch Jodie Foster entschied sich gegen eine Rückkehr für die Rolle. Stattdessen wurde Julianne Moore besetzt. Dies war ein kluger Schachzug von Foster, da Hannibal am Ende einer der schwächsten Teile des Hannibal Lecter-Franchise war. Anfang 2020 kündigte CBS jedoch seine Zusage für eine spezielle Clarice Sterling-Serie mit dem Titel Clarice an, die ein Jahr nach den Ereignissen von Das Schweigen der Lämmer spielen wird. Man sagt, Clarice sei ein tiefer Einstieg in Sterlings Karriere als Analytikerin von Serienmördern, da sie gleichzeitig mit dem Sexismus des FBI zu tun hat. Doch diese Nachricht schockierte die Fans von Brian Fullers Arthouse-Horror-Serie Hannibal, die nach nur drei Staffeln abrupt abgesetzt wurde. Hoffentlich wird Clarice die Fans des Franchise zufriedenstellen, mit einem eindringlichen Blick in das Leben der unvergesslichen Helden von Das Schweigen der Lämmer. Hier geht zu einem unserer neuesten Videos. Außerdem kommen bald noch mehr Looper-Videos über eure Lieblingsfilme. Abonniert unseren YouTube-Kanal und aktiviert die Glocke, um nichts zu verpassen.